So, ich weiß nicht, ob ich live bin. Sagt mir mal Bescheid. Ich guck mal, ob ich mich selber finde. Tja, ich versuche jetzt gerade auf meinem iPad das Video zu finden oder den Stream. Ich gucke mal, ob mir das gelingt. Bei britische Biere sollte ja eigentlich etwas passieren. Nur 17 Milliarden Sachen, die mich nicht interessieren. Ah, da bin ich. So, ich bin natürlich wieder versetzt. Ihr seht mich, mein Problem ist, dass ich okay, also hello, Zach, hello. Ja, ich fange gleich mal an. Ich weiß nicht, ob ich sehe, was ihr seht. Ich habe also ein iPad neben mir. Und das ist aber versetzt und nicht richtig. Ja, nee, so funktioniert es nicht. Das ist alles Algengrütze, weil ich mich jetzt überhaupt nicht sehe. Das heißt, ich werde mal switchen auf dem Handy auf die andere Kamera und dann hoffe ich, dass das funktioniert. So ist das nix. Gib mir ein Sekündchen. So, hello. Muss ich mal gucken, wie ich das hier eingestellt kriege. Ja, so sehe ich so ein bisschen was. Also, ja, da ist noch viel Raum nach oben. Nun gut, also, ich denke, man sieht mich und ich hoffe, man hört mich. Ich sehe eine ganze Reihe von Leuten, die dort reagieren. Ja, Justus ist heute nicht dabei, der ist spazieren gegangen. Ja, I will put in a few words of English for the English friends and Scottish friends of mine and Welsh friends that are obviously looking and watching. Yeah, so, what are we going to do today? Was machen wir heute? Unser erstes britische Biere Live-Tasting. Und wir haben 7 Biere auf der Agenda, alle von den britischen Inseln. Schottland ist ein Schwerpunkt des heutigen Tastings. Ja, ne? Kommentieren könnt ihr, das sehe ich, wenn es nicht allzu schnell geht. Ich weiß, dass einige untereinander schon verschiedene Gruppen eingerichtet haben, um miteinander zu kommunizieren. Da mir klar war, dass wir mindestens 20 Leute werden, wäre eine Kommunikation mit 20 Leuten untereinander und mit den jeweiligen Bildern ein bisschen schwierig geworden. Von daher machen wir das auf diese Art und Weise. Ne? Und dann gucken wir mal, wie es läuft und schauen, ob wir nächstes Mal Dinge ein bisschen anders machen. No, I can't speak Welsh. I'm very sorry. Okay, also, ja, willkommen beim ersten Online-Live-Tasting von Britische Biere. Wir haben das vor 2 Wochen schon mal, wie ich finde, ganz wunderbar geprobt, als wir für den Greg und seinen Kingshead Pub in Wuppertal ein solches Tasting gemacht haben. Das findet übrigens nächsten Samstag wieder statt. Wer also da noch teilnehmen möchte, kann uns oder beziehungsweise kann Greg sehr gerne Bescheid sagen, damit er auch genügend Bier und
Material für alle hat, die teilnehmen wollen. Gut, ja, ich fange einfach mal an mit dem ersten Bier. Ich hoffe, dass alle von euch, die die Biere haben, auch diesen wunderbaren Zettel haben. Natürlich ist jetzt wieder alles seitenverkehrt, weil ich es mit der Seite vom Handy machen muss. Aber das ist jetzt halt so und dann hoffen wir, dass wir das nächste Mal besser hinkriegen. Also das erste Bier ist das Magnus Blond. Die Brauerei hier ist Swanee. Die Swanee Brauerei ist eine von zwei sehr bekannten Brauereien auf den Orkney-Inseln. Das eine ist die Orkney Brewery, das andere ist Swanee. Früher hieß Swanee Highland Brewery. Das war natürlich für die Leute ein bisschen verwirrend, weil sie nicht ahnten, dass es auf den Inseln ist oder auf den Orkneys ist. Wurde vor ein paar Jahren umbenannt und sind Vater und Sohn, die da hauptsächlich tätig sind. Und die machen eine ganze Reihe von spannenden Geschichten, von, ja, ich sag mal Einsteigerbieren, Sessional Beers, wie wir es jetzt am Anfang haben, also das Magnus Blond, über IPAs, machen aber sehr schöne Barley Wines und Stouts und dergleichen. Ja, ich schütte schon mal ein, ich bin nämlich durstig, ich musste schon den ganzen Tag hier im Laden viele Sachen verkaufen und ja, wie wir sehen, ein blondes Bier. Ja, was aber eine sehr schöne Hopfennote hat. Ne, ist also nicht ein Blond Ale, was jetzt, ja, wo gar kein Wert auf den Hopfen gelegt wird. In diesem Fall ist es Melon und Mandarina. Ne, und man hat auch so eine leichte Fruchtnote in der Nase. Ja, ne, also ein sehr schönes Einsteigerbier. Sehr klar gefiltert, aber ihr seht es ja selber, zumindest die meisten von euch. Und ja, dann sage ich mal, Sláintiúr, ne? Cheers, Prost. Ja, ne? Also für ein Blond Ale ist das schon ein relativ kräftiges Hopfenaroma, hat 4,3% und ja, also ist wirklich eines, was relativ unbekannt ist, auch von Swanee. Es wird wirklich nicht sehr, ja, also auf den Inseln in Schottland kriegt man es. Darüber hinaus ist es quasi kaum vertreten. Und ich finde es, wie gesagt, sehr schön, weil es ist nicht zu kräftig, nicht zu schwer, nicht zu hopfig. Und ein sehr schönes Einsteigerbier, was aber trotzdem Charakter hat. Die Orkney-Inseln an sich sind natürlich ein sehr spannender Ort. Also wir reden, da sind sich die Archäologen noch nicht hundertprozentig eins, aber schon zu neolithischer Zeit gab es da wirklich ja, eine relativ große Bevölkerung. Es gibt einige Orte, Scarabray ist einer, wo man an der Küste Steinhäuser gefunden hat, ja, wo die schon Bassins für lebende Fische und ja, Schränke aus Stein und dergleichen gefunden haben. Also eine relativ hochentwickelte Kultur, die da seit Jahrtausenden besteht. Und die Orkney sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie relativ lange, ich glaube bis ins 16. Jahrhundert, zu Norwegen gehört haben. Und daher dann dort auch Wikingerkönige regiert haben. Und dass der Name des Bieres, ne, was wir gerade trinken, hat damit natürlich zu tun. Das heißt, dieser Magnus ist der heilige Magnus. St. Magnus, gut, da muss man mal aufpassen, es gibt so viele, dass man die auch durchaus mal verwechseln kann. Bei ihm ist es allerdings so, dass er eine Zeit lang einer von zwei Lords sozusagen auf der Insel war. Ne? Das heißt, er war natürlich Katholik, aber er war von der Herkunft auch Nordmann und ist dann in einem Konflikt, als es darum ging, eine Streitigkeit beizulegen und man sich geeinigt hatte, jeder kommt nur mit zwei Schiffen, ist der andere mit mehr gekommen und im Endeffekt ja, musste aufgrund dieser Streitigkeit dann einer sterben und Magnus war dann derjenige, der am Ende, glaube ich, ich glaube, ja, der Lord wollte es nicht machen und sein Captain wollte es auch nicht machen. Ich glaube, im Endeffekt hat ihn der Koch erschlagen. Also, ne, auf den heiligen Magnus. Und die Kathedrale in
in Orkney, also im Hauptort. Ich gucke nochmal kurz, wie heißt der? Kirkwall, genau. Das ist halt die St. Magnus Cathedral. Das heißt, es ist dann eine sehr prominente, sorry, Gestalt auf den Orkneys bis heute. Und ja, seinem Andenken gilt dann dieser blonde, leicht gehopfte Trunk. Ne? Also nochmal auf die Orkney-Inseln und den heiligen Magnus. So, tschau. Also, ich finde es super. Schönes Einsteigerbier. Blonde Ales sind mittlerweile auf den britischen Inseln sehr, sehr beliebt. Das heißt, wir haben sehr hohe Verkaufszahlen von diesen Blond-Biers, Blond-Ales. Sieht man auch daran, dass Biere, die früher ja halt nicht blond waren oder, sage ich mal, keinen blonden Cousin hatten, mittlerweile einen haben. Ich habe eben jemand Old Speckled Hen erwähnen sehen. Da gibt es jetzt eine blonde Variante. Es gibt eine Hobgoblin Blond. Es gibt ein, ach Gott, also Spitfire, glaube ich, auch blond. Also ganz viele klassische Bitters, ganz viele klassische dunklere Biere haben seit, ich sag mal so 7, 8 Jahren, da fing es an, haben einen blonden Cousin, einen blonden Verwandten bekommen, weil das einfach der Bierstil in Großbritannien ist, mal abgesehen von den. Von den Lagers, den die meisten Leute trinken, und der auch in größeren Mengen getrunken wird, ne? Was verständlich ist, das Bier ist leicht, das Bier ist sessionable und daher ist es sehr beliebt und verkauft sich anscheinend sehr gut, ne? Also ich glaube, niemals gab es mehr Varianz und Auswahl bei den Blond Ales und für uns hier bei Britische Biere ist Prost Rolf. Und auch Ralf. Gibt es keine Brauart, die so viel getrunken wird und wo man so viel Auswahl hat. Im Grunde hat jede Brauerei mittlerweile ein Blond. Und sei es nur deswegen, damit sie wirklich was haben, was sie auch in größerer Menge verkaufen können. Ja, ja, also. Von daher ist das immer ein guter Ansatz. Ich habe schon gesagt, wir im Laden empfehlen das immer, wenn Leute sagen, ja, ich mag ein helles Bier, aber es soll nicht zu hopfig sein. Und natürlich ist unsere Auswahl an Pilzbieren und an Lager relativ gering. Sessionable heißt, ja, man kann da mehr von trinken. Also leicht zu trinken und das ist eins, was die Publicans halt gerne dann im Fass ausschenken. Und das bedeutet, ja, dass man da mehr, größere Mengen von verkaufen kann. Heute ist es so, das ist in den meisten Tastings natürlich der Fall, dass wir mehr und mehr weniger und nicht mehr und mehr weniger, also weniger und weniger sessionable werden. Das heißt, in der Regel sind die Biere am Ende des Tastings immer ein bisschen schwerer, ein bisschen intensiver, ein bisschen komplexer im Geschmack, was dann für die meisten Leute bedeutet, dass sie da keine 2, 3, 4 Pints von trinken. Genau, und das, was dem Michael gefällt, das dachte ich mir, ja, nicht so hopfig, aber süffig, ne? Ich hoffe, euch gefällt es. Ich finde, es hat Charakter. Ist also wirklich ein schönes Bier, was man sehr gut trinken kann. Ja, ihr müsst mir mal so ein bisschen mit der Geschwindigkeit helfen, wie ich das mache. Ich weiß, dass ich eher zu den schnelleren Trinkern gehöre. Ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen, was mir so zu den Orkneys einfällt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich selber noch nicht da war. Ich habe aber letzten Oktober war ich, glaube ich, das letzte Mal in Schottland. Oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Also ich war auf jeden Fall im Oktober in Schottland. Und da habe ich mit dem Norman Sinclair gesprochen, der, ja, zu dem kommen wir gleich, und seiner Brauerei. Und der sagte, ja, du musst unbedingt mal die Orkneys besuchen. Auch der Luke von Kinrara, der früher für Thistle Cross gearbeitet hat, kommt von den Orkneys. Der sagt auch, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wir haben also nicht nur von den Orkneys jetzt Leute, die von den Orkneys kommen und für andere arbeiten, aber auch zwei Brauereien und auch ein Gin. Dementsprechend, ja, der Olli ist ein Fixer. Dementsprechend, ja, gibt es eine Menge Gründe, dahin zu fahren. Und die kennen sich auch alle untereinander. Ist also relativ kleine Gemeinde,
Ja, aber es ist sicherlich spannend. Natur soll super sein. Es kann ein bisschen rau sein, natürlich, wenn die See ein bisschen kräftiger ist, wenn der Wind geht und die verschiedenen Brisen einem um die Ohren wehen. Aber ja, ist eine Reise wert und nicht nur wegen der Landschaft, nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen der alkoholischen Getränke, die dort produziert werden. Ja, sehr fein. Gut, ja, also der blonde Magnus. Ja, auch ein Frühstücksbier, da gebe ich dir recht. Nicht nur, weil es nach Porridge schmeckt. Ja, gut, ne? Wir haben natürlich immer. Ja, mein Plan war ja, dass es andersrum funktioniert, aber naja, wir gucken mal. Wir arbeiten noch dran. Wenn jetzt alles schon perfekt wäre, wäre doof, ne? Die Herkunft des Blonds. Ja, also Herkunft des Blonds ist im Grunde, das ist das Ale, was in Großbritannien hergestellt wird, das halt mit offensichtlich helleren Malzsorten produziert wird, was ursprünglich nicht der Fall war. Diese ganz hellen hat man im Grunde nicht genommen. Ne, das Bier war immer bräunlich in der Regel oder rötlich, sag ich mal. Bis zu dem Zeitpunkt, als im 19. Jahrhundert die ersten mit Pale Ales anfingen, die dann halt heller waren. Und sozusagen das Blond ist eine Weiterentwicklung des Pale Ales. Ne? Also noch ein bisschen weniger Umdrehungen, noch ein bisschen weniger Malzcharakter, leichter, ne? Und ist eine relativ neue Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Ist also ja, kein Bier mit einer hunderte Jahre alten Tradition, sondern was relativ Modernes. Ja, wie auch Lager und Pils, ne? Also diese wirklich ganz hellen Biersorten, die gibt es noch nicht sehr lange und vor allem hell und geklärt. Ne? Das ist eine relativ moderne Entwicklung des Bieres. Doch, gefällt mir, kann man mehr von trinken. Aber wir haben ja noch andere Dinge. Ja. Also, Swanee, Magnus Blond. Von Swanee haben wir eine ganze Reihe an Bieren im Moment im Sortiment. Wir hatten letzte Woche ein IPA von Swanee am Fass und im Moment, wer das noch haben möchte, ist das Old Norse von Swanee, also ein Barley Wine. Ja, ne, also haben immer so, ich sag mal, 10, 12 Biere. Einige gibt es nicht in der Flasche, sondern die gibt es immer nur im Fass. Aber der Großteil wird in Flasche abgefüllt. Ja. Nun gut, dann würde ich vorschlagen, wenn keine große Gegenrede kommt, dass wir uns zum zweiten Bier bewegen. Wir bleiben aber auf den Orkney-Inseln. Ja, wieder seitenverkehrt. Das Raven Ale, aber zumindest der Rabe ist zu erkennen, denke ich. Und auch hier haben wir ein helles Bier von den Orkneys, 3,8%. Sie nennen es jetzt Gold Ale und nicht Golden Ale. Generell muss man sagen, dass die Nomenklatur der Biere ja, relativ offen ist, ne? Also oft werden sie einfach nach der Farbe benannt. Und man kann selten davon ausgehen, eigentlich niemals davon ausgehen, dass ein Golden Ale, was man von einer Brauerei getrunken hat, 1:1 übertragbar ist, als zu einem Golden Ale einer anderen Brauerei. Eine Sekunde. Ja, und dementsprechend ist die ganze Sache dann immer ganz spannend, wenn man schaut, okay, was gibt es denn von den verschiedenen Brauereien unter den verschiedenen Bierstilen. Ja, deswegen probieren wir jetzt mal das Raven Ale. Und das ist halt, der Chef ist der Norman Sinclair, der die Brauerei im Jahre 2006 übernommen hat. Wie viele Brauereien? Also ich kenne diese zwei. Ich meine, es gibt ein, zwei ganz kleine. Aber da wohnen nur ein paar tausend Leute, also deswegen hält es sich sehr in Grenzen. Dafür ist es schon erstaunlich, dass wir zwei von dieser Größe haben. Die sind jetzt nicht nach deutschen Standards groß,
aber ich sag mal, sind beide so im mittelgroßen Bereich der britischen Biere, also der schottischen Biere. Ja, was als erstes auffällt beim Raven Ale ist, dass das dunkler ist, ne? Aber es ist auch ein Golden Ale und das zeigt eigentlich schon, der Stil kann sehr weit interpretiert werden. Es hängt in der Regel, das heißt nicht in der Regel, sondern natürlich hängt es von den Malzsorten ab und ja, wie dunkel sie sind oder wie sie geröstet werden. Und dementsprechend gibt das dem Bier natürlich eine andere Charakteristik. Also, ich sag mal, wie das Longjura. Ja, also hier hat man eine andere Malznote. Ne? Hat ein bisschen mehr Malzkörper und auch das Hopfenaroma ist ein anderes. Ne? Das ist ein bisschen mehr Bitterhopfen. Ja, wir sind verwandt, aber ich denke, ihr stimmt mir zu. Sie sind klar unterschiedliche Biere. Und was ich bei beiden sehr schön finde, also das erste hat schon nur 4,3, das jetzt hat 3,8. Generell ist es halt wesentlich schwieriger, ein Bier zu brauen mit geringerem Alkohol, als mit mehr und trotzdem Geschmack reinzubekommen. Also das ist nie so einfach und wenn das gelingt und wenn man jetzt bei so einem Bier unter 4% trotzdem einen schönen Malzkörper hat und eine schöne Hopfennote drin hat, dann ist das durchaus eine feine Sache. Und ja, zu den Stärkeren kommen wir später, ganz genau. Ja, ne? Also. Auch das finde ich super lecker. Das ist eines, genau wie das Magnus Blond, wo du wirklich ein paar Pints von trinken kannst. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht getrunken. Mein Problem ist, wir haben so, ich kann es nicht sagen, 250, 300 Biere immer im Sortiment und ich denke mal so 100 neue im Jahr, weil es gibt Brauereien, da gehört jetzt Orkney nicht dazu, die sind relativ konsistent in ihren Bieren und machen ab und zu mal was Neues. Swanee hat immer ein paar neue im Jahr, aber es gibt natürlich viele der, ja, ich sag mal, Craft-Brauereien, die wirklich zu dem hipperen Teil, wenn wir es so nennen wollen, der Brauereiszene gehören, die im Extremfall ein neues Bier pro Woche machen. Ne? Und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, das sind relativ junge Brauereien, aber Brauereien, die sich halt etabliert haben. Ne? Ja, was würde ich dazu essen? Das ist eine gute Frage. Also was ich hier wirklich schön finde, ist, du hast nicht viel Alkohol und du hast trotzdem eine schöne Malznote kombiniert mit der Herbe vom Hopfen. Also das zum Beispiel finde ich ist ein Bier, was super zu einigen, zu so einer Käsevorplatte passen würde. Ne? Weil es halt dann doch vom Körper her nicht so intensiv ist wie einige, die wir später haben und auch vom Hopfen nicht, wäre das für mich eines, wo ich denke, das wird sehr gut zu Huhn passen. Hühnerfrikassee zum Beispiel, ne? Vielleicht auch. Vegetarisches Hühnerfrikassee oder sowas. Ich glaube, dazu könnte man sehr gut trinken. Ja, sehr schön. Oder Currywurst. Ja, Currywurst ginge wahrscheinlich auch. Der Ralf, der ist drauf. Was habe ich ihm erzählt? Norman Sinclair, genau. Ne? Ist ein Unikat der schottischen Brauereiszene, relativ bekannt. Oh, jetzt schreibt er noch Nachrichten. Eieieiei. Wieso sehe ich jetzt die Nachrichten auf Facebook und nicht nur im Stream? Nun gut. Genau, ein Unikat der schottischen Brauereiszene, der schon ja, relativ lange auf ganz kleiner Basis auf den Orkneys gebraut hat ja, die Orkney Brauerei dort etabliert hat. Wie gesagt, ne, eher ein bisschen klassischer im Ansatz. Wir haben also keine crazy gehopften Biere von denen. Aber ich finde, die machen halt sehr ausgewogene Biere und wenn es ein bisschen, ich sag mal,
Na, speziell will ich gar nicht sagen, aber typisch schottisch wird es dann bei den Dunklen. Ne? Also Dark Island, Dragonhead, Dark Island Reserve. Ja, ne, das sind so Geschichten, wo sie auch sehr, sehr gut drin sind. Und sie leben natürlich davon. Ne? Ich meine, ihr habt es ja, die meisten haben es vor Augen. Die, die es nicht haben, zeige ich es nochmal. Die Label sind natürlich auch sehr schön und wertig gemacht. Und das bedeutet, dass ja, allein schon deswegen Leute zu diesen Bieren greifen. So, ich gucke mal kurz, ob ich hier noch irgendetwas zum Raven Ale vergessen habe. Ja, nein. Okay. Erinnert das an Altbier? Ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt durchaus einige Altbiere. Vielleicht wäre sogar Ürige das, was dem am nächsten kommt. Ne, du hast eine schöne Hopfennote, du hast eine leichte Malznote. Ja, ne, würde ich durchaus zustimmen. Nur weil das Altbier eine dunklere Farbe hat, heißt das nicht notwendigerweise, dass es unglaublich viel malziger im Geschmack sein muss, als jetzt unsere Golden oder Pale Ales, die wir aus Großbritannien haben. Ja, doch, sehr schön. Also, sowas trinkt man viel zu selten, weil man natürlich in der Regel sich um die neuen IPAs und ich sag mal etwas moderneren Stile kümmert, ne? Ob es nun irgendwie Sours sind oder was auch immer. Aber ich finde, man darf die Brot- und Butterbiere der Brauerei nicht vergessen und auch nicht unterschätzen. Ja, ne, in der richtigen Reihenfolge macht das durchaus Sinn. Und man kann ja nicht immer nur diese Hopfenbomben oder ja, wirklich extrem sauren Biere trinken. Und da ist sowas, wie ich finde, hat Charakter, hat seine Daseinsberechtigung und ja, ist einfach schön angenehm wegzuschlürfen. Ja, also, ne, das zeigt jetzt zwei Blond Ales, die wirklich sehr unterschiedlich sind. Und da können wir jetzt natürlich noch weiter variieren. Ne? Es gibt welche, die natürlich noch leichter und weicher sind und andere, die mehr Charakter haben und die Übergänge zu Pale Ales und dann weiter von den Pale Ales zu IPAs sind dann halt fließend. Ne? Und es gibt halt keine festgelegten Regeln, die ganz genau festlegen, innerhalb dieser Parameter muss ein Bier, was auf eine bestimmte Art und Weise mit bestimmten Zutaten gebraut ist, diesen Namen tragen, sondern da sind die Brauereien, ja, natürlich, klar, ne, nichts von denen ist ein Stout oder ein Porter, aber da gibt es sehr viel Varianz und sehr große Bandbreite, die man da beschreiten kann als Brauer. Und das macht es auf der einen Seite spannend, ne? Wie ich schon sagte, wenn man jetzt fünf verschiedene Pale Ales, Blondes, Red Ales, Dark Ales, Black Ales, Porters, Stouts von verschiedenen Brauereien hat, dann ja, kriegt man tatsächlich mitunter sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Atmet Bier wie Wein. Gut, ich bin jetzt nicht der Weinexperte. Generell ist es so, dass du Wein natürlich eher etwas länger offen im Kühlschrank halten kannst als Bier. Aber wenn du da einen vernünftigen Deckel drauf tust, ich entsinne mich, mein Opa hatte früher, ich weiß nicht, ob das noch einer kennt, das waren so, so Plastikteile mit quasi einem Gummifropfen und dann gab es so einen kleinen Metallhebel, den man runtertun konnte. Und damit hat er dann immer sein halbes Bier zugemacht, in den Kühlschrank getan, wenn er das nicht mehr getrunken hat oder wenn er das nicht ausgetrunken hat. Und dann war das am nächsten Tag noch relativ frisch. Ne? Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Klar, ins Glas einschütten ist immer gut. Ne, die Luft, die mit reinkommt, der Sauerstoff generiert natürlich Aromen. Ich hoffe, ihr habt alle ein Glas, was, sag ich mal, so ein bisschen diesem ähnelt, ne? Also ein Tasting-Glas,
mit einer großen Öffnung, was ein bisschen bauchig ist, ne, wie wir das in kleinerem Maßstab beim Whisky haben, ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil das ja einfach bedeutet, ich kann die Aromen in der Nase besser wahrnehmen und ja, da hängt vom Bier ab. Also der Geschmack kann sich tatsächlich verändern. Deine Frage, Lee, würde natürlich bedeuten, dass die meisten Leute sich 20 Minuten Zeit lassen, um ihr Bier auszutrinken. Aber es verändert sich, das ist richtig, ne? Also wenn Luft drankommt, dann finden gewisse Prozesse statt, sodass, genau wie ein Fl ja, nee, ja, nein, nein, ich meine wirklich so ein Metallhebel runter und dann ging dieses Gummi unten ging ein bisschen auseinander und verschloss quasi die Flasche. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen, aber ne, das ist zu Zeiten gewesen, wo die Leute auch ein halbes Bier nicht weggeschüttet haben oder irgendwie weggestellt. Und dementsprechend ja, ne, gibt es da eine Veränderung, je länger es im Glas ist, das ist klar. So, gut, das heißt, damit haben wir jetzt die rein blonde Fraktion des Abends abgehandelt, ne? Das heißt, wir machen weiter mit semi-blonden Dingen. Und ja, auch ein Bierstil, der relativ ungewöhnlich ist. Und zwar sind wir jetzt bei den Williams Brothers und dem Caesar Augustus. Ja, also nochmal, sorry für die Spiegelverkehrtheit, wir haben es diesmal nicht anders hinbekommen. Bier wegschütten ist eine Sünde. Nicole sagt, die Verschlüsse gibt es noch. Ja, also von daher anschaffen und dementsprechend ja, kann man da noch ein halbes Bier wesentlich länger aufbewahren als ohne einen Verschluss. Ne? Ist wie beim Korken mit dem Wein. Ja, Caesar Augustus, hier haben wir jetzt ein Lager-IPA-Hybrid. Sie schreiben, das sei Revolutionary. Gut, ich sag mal, ja gut, ich lasse mir ein bisschen Zeit. Keine Ahnung. Ihr müsst das ja nicht alles austrinken. Ihr könnt das ja nachher noch ein wenig euch nochmal durch den Kopf gehen lassen und schauen, ob die Eindrücke, die ihr beim ersten Antrunke gewonnen habt, ich sehe schon, gut, ich versuche irgendwie zwischen den Extremen hier durchzuwurschteln. Ob das dann ja, bestätigt wird oder ob das Bier vielleicht eine andere Charakteristik entwickelt hat in der Stunde oder anderthalb, seit ihr es das letzte Mal probiert habt. Gut, also Caesar Augustus Lager IPA Hybrid, das ist natürlich ungewöhnlich. Gucken wir uns mal die Farbe an. Ne, das ist fast blonder als das Blond, also ne, sind wir da doch wieder beim Blond. Ja, das hat natürlich eine relativ dezente Hopfennase. Ne? Also ich bilde mir ein, dass man so ein bisschen das Lager rausriecht. Und ja, auf jeden Fall spannend. Riecht ein bisschen anders als ja, was man normalerweise. Gut, das Lager-IPA-Hybrid gibt es normalerweise nicht. Also wir probieren mal. Also ich finde, man schmeckt sofort raus, dass es auf jeden Fall teilweise ein Lager ist. Ich finde, das IPA ist eher der dezentere Teil. Ja, aber ist komplett anders als die beiden Blonden. Ist auch, ich finde, vom Mundgefühl ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen samtiger, ein bisschen weicher. Grapefruit, ganz genau. Ne? Das heißt, ja, Tammy, wieso bist du raus? Eben wurde behauptet, du seist raus. Also das mit der Grapefruit, da stimme ich 100% zu. Es ist also wirklich, es hat diese Bitterkeit, die kommt natürlich vom
vom Hopfen. Aber durch die Kombination der Malzsorten, die man für ein Lager verwendet, auch der Hefe, die sie genommen haben, ja, hat es tatsächlich diese Grapefruit-Note. Ne? Spannend. Also, ich gucke mal ganz kurz, ob Sie verraten, was für Hopfen drin ist. Savinsky Golding, Citra, Magnum, Equanaut und Cascade. Also, ja, eine wilde Mischung. Aber ich finde, das ist durchaus gelungen. Ne? Also, ist spannend, ist was anderes. Also, mir gefällt es. Habe ich auch ewig nicht mehr getrunken. Und ja, ich sag mal so, ist die Williams Brothers sind bekannt für derartige Kombinationen. Die gibt es, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich würde jetzt mal denken, Pi mal Daumen 20 Jahre, vielleicht sind es auch nur 15 Jahre, haben als Homebrewer angefangen. Und dann gibt es da so eine Geschichte, wie sie sozusagen die ganze Geschichte und die Brauerei auf die nächste Ebene gehoben haben. Und zwar ist in deren kleine Brauerei vor, was weiß ich, 10, 15, nee mehr, 15, 20 Jahren, eine alte Dame aus der Region, wo sie damals war, in Schottland gekommen, hat gesagt, hier, sie hätte da ein altes Bierrezept und ne, ob die das nicht brauen könnten. Ne? Und ja, dann haben sie sich das angeguckt oder sie haben die Biere probiert, haben gesagt, das ist ja toll, was ist denn das? Und im Endeffekt war es das Heather Ale, ne? Für das sie relativ bekannt sind. Seitdem wird das dann gebraut, also wirklich mit Heidekraut aus den Highlands. Und wenn ihr auf die Seite von den Williams Brothers geht, gibt es dann ein Video zur Firmengeschichte, da wird auch einiges über dieses Heidebier erzählt. Und das war quasi natürlich ein Risiko, weil sie ein Bier gebraut haben, was sehr ungewöhnlich ist. Ja, wahrscheinlich wurde Bier mit Heidekraut in Schottland seit langer, langer Zeit gebraut. Ist natürlich nicht wirklich belegt. Sie behaupten seit 5000 Jahren. Okay, es wird für 5000 Jahren anders geschmeckt haben. Da müssten wir dann wieder zu den Orkneys und die Leute da aus Scarborough Brae fragen. Aber ein spannendes Bier hat auch eine ganz spannende Note durch dieses Heidekraut. Es ist wirklich, ja, ich finde es gut zu trinken. Ist ein helles Bier, aber hat natürlich durch die Zugabe des Heidekrauts eine ganz spezielle Charakteristik. Und damit haben sie angefangen, andere Biere, die sie als Classic, nennen sie es Classic Scottish Ales, ich glaube irgendwie so. Und der Hintergrund ist halt, dass das Ale, der Name Ale, ne, wer schon mal in Skandinavien war, weiß, dass Wir der Öl genannt wird. Und das ist dieser Wortstamm. Und es ist also so, dass Hopfen erst im 15. Jahrhundert oder sogar erst im 16. Jahrhundert auf die britischen Inseln gelangt ist. Ein großer Verfechter von gehopften Bieren war Heinrich der Achte. Und die Biere davor hatten keinen Hopfen. Es gab keinen Hopfen auf den britischen Inseln. Und in dieser Übergangsphase war es dann so, dass die Ales die Biere waren, die ohne Hopfen gebraut wurden, also die alten Rezepte, und die Beers waren die mit Hopfen. Und historisch haben sich dann die gehopften Biere durchgesetzt und irgendwann ging dieser Bedeutungsunterschied verloren. Das heißt, heute, wenn ich ein Ale trinke, hat das natürlich Hopfen, es sei denn, es ist von den Williams Brothers, dann kann es keinen haben. Und ein paar anderen Ausnahmen. Aber historisch gesehen ist es halt so. Und darauf Historic Scottish Ales, genau. So nennen die ihre Bierkollektion dieser Biere, dieser ungehopften Biere. Und dann brauche ich natürlich einen Ersatz für einen Hopfen. Ne? Und das kann zum Beispiel Heidekraut sein. Es gibt ein Bier, das ist mit Algen gebraut. Es gibt Biere, wo bestimmte Früchte oder Beeren drin sind. Ne? Und ja, also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Da könnte man auch mal durchaus ein Tasting machen, weil die Biere wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also das ist eigentlich eine gute Tasting-Idee. Biere ohne Hopfen. Das müssen wir mal gucken, was wir da noch finden, außer den Williams Brothers. Ja,
Und dementsprechend haben die also wirklich ganz spannende Sachen. Was haben wir noch von denen im Moment? Seven Giraffes, March of the Penguins. Die haben also dunkle Biere, helle Biere, sind im Moment auch am Umlabeln. Also dieser Augustus-Label ist, glaube ich, schon aus der neuen Generation. Und auch die vollziehen einen Schritt, den viele Brauereien, kleine und mittelgroße, vollziehen. Das heißt, weniger und weniger Flasche und mehr Biere werden in Dose angeboten. Bei einigen werden die Flaschen ganz verschwinden. Bei den Williams Brothers gibt es noch Flaschen, vor allem die Halbliterflaschen, aber die haben jetzt eine komplett neue Kollektion an Dosenbieren rausgebracht. Und das ist etwas, was ne, da vor allen Dingen für Greg ist das wichtig, sich zu merken. Die Flasche wird seltener und es wird mehr und mehr Brauereien geben, die keine Flaschen mehr abfüllen. Also ja, ne, ist es die Dose. Das macht natürlich, ich sag mal, biertechnisch gesehen ganz furchtbar viel Sinn, weil Luft und Licht nicht an das Bier in der Dose kommen. In der Flasche ist das anders. Ne? Das Glas ist durchlässig, lichtdurchlässig, und dieser normale Kronkorken ist natürlich auch nicht 100% luftdicht. Also von daher, für die Qualität des Biers macht es Sinn. Für uns macht es eigentlich auch Sinn, weil ungefähr, lass mich nicht lügen, ein Viertel bis ein Fünftel des Gewichts einer Palette. It's a can, not a must. Viertel bis ein Fünftel des Gewichts einer Palette ist Glas. Das bedeutet, auf einer Palette Dosen kann ich wesentlich mehr Bier transportieren als auf einer Flaschenpalette. Ne? Das heißt natürlich, ist es billiger zu transportieren. Das heißt, ich brauche weniger Sprit, um es zu transportieren. Also ich rede jetzt von Kraftstoff. Ne? Ja, und dementsprechend ist das eine Entwicklung, die bei den kleineren, mittelgroßen Brauereien voll im Gange ist. Das ist für uns natürlich zusätzlich schwierig, weil es doch relativ viele Leute noch gibt in Deutschland, die Dosenbier gegenüber sehr skeptisch sind. Aber über kurz, über lang oder lang wird ein großer Teil, ja, das stimmt auch. Und es gibt mittlerweile, ne, es müssen ja keine Aluminiumdosen sein, wie Karim schon sagte, es gibt Blechdosen. Ja, ne, aber gut. Das ist immer schwierig zu sagen, was ist nur besser für was. Tatsache ist, das ist die Entwicklung. Und ich sehe nicht, dass die aufhaltbar ist. Wir sind ja in Deutschland, was das Craft Beer und die Craft Beer-Szene an sich angeht, Jahrzehnte zurück. Und wenn wir jetzt in die USA zum Beispiel gucken oder nach England, Großbritannien, da ist der Anteil der Dosen nicht nur in den Craft Beer-Läden, sondern auch in den Pubs ungleich höher. Nun gut, also. To the can. Ja, was gibt es noch zu sagen zu den Williams Brothers? Die Brauerei ist mittlerweile im wunderschönen Örtchen Aloha. War, bevor sie nach Aloha gezogen sind, waren sie in Strathaven. Wir hatten mehrere Jahre lang Biere aus Strathaven von der jetzigen Strathaven Brewery. Ja, die sind irgendwann aus dem Sortiment gepurzelt, weil sie dann doch ein bisschen zu traditionell waren und für die meisten unserer Kunden nicht so richtig funktioniert haben. Das ist aber eine wunderschöne kleine Mühle in Strathaven aus dem, ich glaube, 17., wenn nicht 16. Jahrhundert, also ein altes Steingebäude, direkt an einem kleinen Flüsschen, der, glaube ich, auch Avon heißt. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also, ne, wenn ihr mal in Schottland seid und da unten in der Gegend südlich von Glasgow unterwegs seid, da mal Halt zu machen und ein, zwei Bierchen zu trinken, sich an das Flüsschen zu setzen, bei schönem Wetter, ist eine ganz wunderbare Sache. Ne? Und da hat die Williams Brewery ihre Ursprünge, sozusagen als kleine konventionelle Brauerei, und sind dann umgezogen und seitdem gewachsen. Und in Schottland sind sie recht breitflächig oder weitflächig vertreten. Ja, hierzulande ist das ja nicht der Fall. Ne? Also es ist in der Regel exotisch, was sie da brauen, für die meisten Leute hierzulande. Aber spannend. Ne? Es ist was anderes und dementsprechend ja, für uns und unser Publikum eine schöne Geschichte.
nicht alle nachher noch austrinken in Ruhe. Weil Bier wegwerfen, ihr wisst ja. Macht man nicht. So, wenn mir der Stormtrooper da über die Schulter schaut, fange ich schon mal langsam an, über das nächste Bier zu erzählen. Und zwar ist das unser einziges nicht schottisches Bier heute. Das heißt, wir hätten noch ein schottisches Bier-Tasting machen sollen. Da sieht man schon, dass die Herkunft der Biere heute Abend keine Rolle gespielt hat bei der Auswahl. Aber wir sind in Yorkshire, also sind wir in Nordengland. Dementsprechend, ja, es ist fast schottisch, wenn man das so sagen darf. Darf man wahrscheinlich nicht. Ich tue es jetzt einfach mal. Und ja, Saltaire, eine Brauerei, die auch so in der, ich sag mal, mittelgroßen Craft-Bier-Region unterwegs ist, machen auch noch relativ viel in Flasche und haben eine große Bandbreite an Bieren. Das heißt, sie haben klassische, traditionelle britische Biere, was von denen bei uns am häufigsten in der Regel nachgefragt hat, ist das, ich glaube, es heißt Triple Chocolate Stout, also ein ganz dunkles, malziges, süßliches Bier. Ich mag es, aber es ist schon nicht ganz so einfach zu trinken, wie jetzt hier die Biere, die wir bisher hatten. Und sie machen aber auch viele Single-Hop-Varieties und viele Biere, wo entweder nur eine Hopfensorte verwendet wurde oder die steht halt im Vordergrund. Und hier ist es jetzt nicht schwer, ne? Citrus Pale, das heißt, da haben wir schon gleich den Hinweis darauf, in welche Richtung hopfenmäßig es hier geht. Gucken wir uns mal die Farbe der Sache an. Ja, da haben wir wirklich ein Pale Ale. Ne? Ist wahrscheinlich das hellste Bier heute. Ne? Triple Shock, ganz genau. Da ist natürlich die Frage, warum ist dieses Pale Ale jetzt ein Pale Ale und kein Blond? Okay, ne? Das ist eine gute Frage. Da gibt es auch keine wirkliche Antwort drauf. Warum ist es kein Lager? Okay, das kann man beantworten, ne? Weil es andere Malze, andere Hefe sind, die verwendet werden. Aber bei Pale Ale, Blond Ale, gut. Ne? In der Regel ist es so, dass die Pales oft, sag ich mal, der erste Schritt in Richtung IPA sind. Schon mit Single Hop Varieties teilweise gebraut werden oder mit größerem oder intensiverem Hopfeneinsatz. The zip wire is the beer we add. Das ist dann wahrscheinlich für mich, obwohl ich mir sicher bin, man kann das nirgendwo tatsächlich nachlesen, sind Pale Ales immer die schon einen klareren Hopfencharakter haben, wo auch durchaus schon Hopfen gestopft wird. Das heißt, Aroma-Hopfen wird zum Ende des Brauprozesses zugegeben. Wohingegen die meisten Blondes, aber das merken wir jetzt ja wieder ein Unterschied. You are, Greg. Das für mich ist das so der Hauptunterschied. Und ich denke, dass es bei der Benennung der Biere dann auch so in diese Richtung geht. Also, cheers. Ja, also, für mich ist das, ja, Zitrone würde ich gar nicht sagen, ne? Es geht eher so ein Ticken in die Orange. Aber man hat diese, ich sag mal, dieses generelle Zitrusschalenaroma. Ne? Das ist also etwas, was hier durchaus eine Charakteristik ist. Es ist ein relativ leichtes Bier immer noch. Ne? Auch hier 4,5%. Die Zitrusnote kommt durch den Hopfen ins Bier. Ne? Das heißt, es gibt mittlerweile auf der Welt hunderte von Hopfensorten, also es gab schon immer viele Hopfensorten, aber die Bandbreite wächst, es werden auch neu gezüchtet und das Hauptelement, um den Aroma des Hopfens ins Bier zu kriegen, ist tatsächlich, dass ich dieses Hopfenstopfen oder Dry Hopping, wie es die Briten nennen, dass ich also relativ große Mengen, also prozentual große Mengen des Hopfens
zum Ende des Brauprozesses ins Bier gebe und dadurch wird dann halt das Aroma dieses Hopfens aufs Bier übertragen. Und deswegen haben wir Biere, die wirklich ganz intensiv Zitrusaromen, Orangenaromen, Grapefruitaromen, aber es kann auch in Richtung grasige Aromen, blumige Aromen, dunkle Beeren, ne? Also alles Mögliche. Wenn ihr mal frischen Hopfen seht, gibt es auch, der wächst auch wild wie Sau, ist also eine Pflanze, die wirklich sehr, sehr schnell wächst, ist eine Ranke. Und wenn ihr da mal so eine frische Hopfendolde nehmt und in den Fingern reibt und dann mal dran riecht, dann versteht ihr, wo diese Aromen herkommen. Ne? Und das ist wirklich eine große Bandbreite, ist also ein unfassbar intensiver, schöner Geruch. Und bei den massenproduzierten Fernsehbieren, sage ich jetzt mal, ist es so, dass die in der Regel hauptsächlich Bitterhopfen enthalten, ne, um einfach den Level an Bitterkeit einzustellen. Und darüber hinaus ist entweder so wie gar kein Aromahopfen vorhanden. Ne. Ist auch eine Preisfrage. Hopfen ist sehr teuer und wenn ich größere Mengen Hopfen ins Bier gebe, dann ist das ein ganz relevanter Anteil des Preises der Produktion des Bieres. Und dementsprechend ja, schreckt man natürlich davon zurück, wenn man da sehr, sehr große Mengen von produziert. Ja, ne, das ist, sag ich mal, immer noch ein schöner, dezenter, leicht zu trinkender Vertreter der Gattung. Ja, genau. Das ist, da gibt es ja in Großbritannien einige Siedlungen aus verschiedenen Zeiten, die ja, mittlerweile Museen geworden sind. Ne? Also es gab nicht nur Ausbeuter in Großbritannien zur Industrialisierung, sondern auch eine ganze Reihe von Menschen, die damit ja, neuen Ideen um die Ecke gekommen sind. Ja, schön. Saltair ist jetzt zusammen mit den Williams Brothers oder ähnlich wie die Williams Brothers eine der Brauereien oder der vielen Brauereien, die eine große Bandbreite an Bieren produzieren. Ne? Das heißt, das ist komplett anders als in Deutschland, wo viele traditionelle Brauereien ein Bier haben, vielleicht zwei und dann vielleicht mal zum Winter oder Sommer ein zusätzliches Brauen, etwas stärkeres. Hier ist es so, die fangen mit 10, 15, 20 Bieren an, dann gibt es Seasonals, dann gibt es One-Offs, dann gibt es Collab Brews mit anderen Brauern und Brauereien. Und da ist also die Vielfalt durchaus ein ganz entscheidender Teil der Geschäftsidee. Dementsprechend, ja, kommen da sehr viele unterschiedliche Biere jedes Jahr raus und man wird nie alle probieren können, das geht überhaupt gar nicht. Das heißt, man muss nur so ein bisschen schauen, okay, in welche Richtung geht das, was interessiert mich persönlich oder vielleicht was kenne ich noch nicht. Dementsprechend dann einfach mal schauen, ja, was schmeckt einem nicht so. Es ist eine riesen Auswahl, das macht es halt spannend, macht es auf der anderen Seite mitunter aber auch ein bisschen schwierig. Ja, schön. So, jetzt muss ich mittlerweile mal hier ausspülen, natürlich mit schottischem Wasser. Hier. Wer schottisches Wasser möchte, weiß, wo er das kriegen kann. Nachher haben wir auch noch eine Brauerei aus der Deeside. Ja, da kommen wir aber am Ende des Tastings dann zu. So, machen wir weiter. Was immer er gerade denkt. Okay. Ja, das heißt, das war jetzt quasi der Teil, wo wir uns um die helleren Biere gekümmert haben. Und
Jetzt wird es ein bisschen dunkler, aber auch nicht wirklich dunkel. Ja, okay, dann machen wir ein Sekündchen Pause, bis die Biere aus dem Keller geholt werden. Okay, kurze Pause. Jetzt hätte ich einen Einspieler für die Pause. Ja, ich lasse mir ja schon Zeit. Gut. Jetzt motzt der Olli gleich wieder, das weiß ich jetzt schon. Na komm, schreib was. Na gut, dann trinke ich noch mal das Magnus vom Anfang. Also wenn ihr jetzt das Magnus Blond vom Anfang nochmal probiert, kommt meiner Meinung nach die Malznote in dem Bier noch viel stärker raus. Spannend. Man kann natürlich auch irgendwann anfangen, Biere zu mischen. Das sollte man natürlich eigentlich nicht tun. Aber wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Menschen von der Brabantere Brewery aus Belgien da. Und da ging es hauptsächlich darum, dass also wirklich dass also wirklich sozusagen Basisbiere hergestellt wurden, die man auch so trinken kann. Aber mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man die nachher mixt, ne? Also verschneidet, und das ist etwas, was ja bei vielen anderen Getränken gang und gäbe ist, ob es nun der Wein ist oder der Whisky. Beim Bier verpönt, aber hauptsächlich deswegen verpönt, weil die Leute heutzutage da so komische Dinge wie Cola oder Fanta reinschmeißen. Na, darum geht es nicht, sondern es geht, verschiedene Biere miteinander zu mischen. Und verschieden in dem Fall heißt, kann tatsächlich heißen verschieden, aber auch altes Bier, was quasi gar keine oder kaum noch Kohlensäure hat, mit frischem Bier, damit es wieder belebt wird und so eine Mariage eingeht. Also da gibt es ganz spannende Sachen, und da ja, will ich auch ganz, ganz bald mal das erste belgische Biertasting machen. Wir gucken mal, ob wir das noch online machen oder wieder. Ja, also wirklich richtig, richtig, richtig tolle Geschichten, die man so von belgischen Bieren auch kaum kennt. Ne? Also ja, da, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Das Mischen der Biere ist tatsächlich etwas, was historisch immer stattgefunden hat. Also es ist eine relativ moderne Entwicklung, dass wir Biere so trinken und auch Kneipiers Biere so an ihre Kunden verkaufen, wie sie von den Brauereien geliefert werden. Historisch war es so, und historisch heißt jetzt bis vor 100 Jahren oder vielleicht 120 Jahren, dass die verschiedenen Fässer in den Pubs ankamen und der Publican vor Ort oder der Wirt die Biere so gemischt hat, wie seine Kunden die am liebsten hatten. Das war komplett normal. Ne, das ist also die Entwicklung des Biertrinkens, wie wir sie heute haben. Du kaufst einen Kasten mit einer Flasche das trinkst du dann so, das ist sehr neu. Ne? Die Flaschenbiere kamen erst in den 20er, 30er Jahren auf, waren damals ja, hipper Scheiß, unfassbar teuer, konnte sich kein normaler Arbeiter leisten. Wenn ihr euch mal, weiß nicht, ob man das googeln kann, wahrscheinlich, so Bierwerbung, Flaschenbierwerbung aus den 20er, 30er Jahren, die ist tatsächlich so aufgebaut wie Champagnerwerbung. Ne? Man sieht also eine feine Dame im Abendkleid, die dann so eine Flasche Bier hat und das in so ein Tastingglas tatsächlich auch einfüllt. Ja, diese Biertrinkkultur, wie wir sie heute haben, ist erst nach dem Krieg entstanden und hat sich dann so in den 50er, 60er Jahren konsolidiert. Ne? Das heißt, das, was heute als Tradition erachten, ist maximal 60 Jahre alt. Die Geschichte des Biers, also das älteste oder die älteste, der älteste Beweis der Bierherstellung, der mir je untergekommen ist, war im Ägyptischen Museum in München. Da gibt es Tontafeln aus Mesopotamien, die sind irgendwie 5.000, 6.000 Jahre alt, oder ne, nicht 5, 6, 4, 5.000 Jahre alt.
vielleicht auch nur 4000, ist auch egal, alt, also vorägyptisch. Und da geht es halt schon um Bier, in dem Fall um Bierlieferung, ne? Also um den merkantilen, das merkantile Abhandeln einer Bierlieferung. Das ist auch der Grund, weswegen Schrift erfunden wurde, ne? Um halt diese Transaktion festzuhalten. Und das Bier, was die natürlich damals getrunken haben, wird klar anders gewesen sein als das, was wir heute unter Bier verstehen. Und sowas wie das Reinheitsgebot gab es schon dreimal nicht. Wird ja auch nur in Deutschland, na klar, das deutsche Reinheitsgebot, haha. Ne? Das heißt, es gibt natürlich weltweit sehr viele Biere, die nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut sind. Das heißt nicht, dass das schlechte Biere sind. Das heißt einfach nur, dass es keine Biere nach dem deutschen Reinheitsgebot sind. Und ja, leider besagt das Reinheitsgebot nichts über die Qualität der Zutaten. Das ist dann oft das Problem bei einigen Bieren, die zwar danach gebraut sind, aber trotzdem nicht so richtig schmecken. Nun gut. Dann spüle ich noch mal kurz durch und dann würde ich sagen, sollte auch der Michael soweit sein, dass wir uns auf das nächste Bier stürzen. Und ja, das ist jetzt eine Brauerei, über die ich ganz gerne rede, Dry Grape Brewery und das Glad IPA. Und ja, weswegen rede ich da so gerne drüber? Natürlich, weil ich die Brauerei mag. Yes, the fifth. Number five. Gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt also sie nennen es Retro India Pale Ale. Ja, ne, in der Nase haben wir eine schöne Malz- und eine schöne Hopfennote. Ich guck mal kurz. Was hat er denn? 5,5, also bisher das stärkste Bier. Aber wie würden die Belgier sagen? Ne? Ich habe letztens ein belgisches Bier, habe ich ein kurzes Video gemacht, hier dieses XX Bitter, das hat glaube ich 6%. Und die Jungs bei der Brauerei schreiben, dass das ein Leichtbier ist. Also für die Belgier 6% Leichtbier, also da wollen wir jetzt mal, ne? 6% Leichtbier. Ihr sollt das nicht alles klar. Sloan. Also, ich finde, das hat so florale Bitternoten und ne, finde ich sehr schöne, sehr schönen Malzkörper, ne, eine sehr runde Geschichte, eine sehr weiche Geschichte. Weiß ich nicht, ne, so ein bisschen Traube oder ne, wie heißen hier die getroffen? Rosine, sowas. Ne? Ja, also. Ich glaube, Rosine ist das, was ich am ehesten in der Nase und auf dem Gaumen habe. Ja, schön. Und das ist jetzt ein IPA. Auch IPAs, und ich glaube, es wird, Sie sagen jetzt Retro-IPA. Das hilft auch nicht wirklich, wenn es darum geht, die ganze Geschichte hier in irgendeiner Art und Weise näher zu definieren. IPA, für die, die es noch nicht gehört haben, ne, India Pale Ale, das heißt, wir reden über ein Bier, was jetzt niemals in Indien, wobei ja, mittlerweile gibt es auch IPAs aus Indien, aber es geht um den Transport. Ne? Also IPA, India Pale Ale, ein Bier, das nach Indien transportiert werden musste, weil da natürlich britische Truppen waren. Und es ist ja seit langer Zeit bekannt, du kannst mit Soldaten und Seeleuten viel machen, aber wenn sie nichts mehr zu trinken haben, dann ist es mit der Motivation und Loyalität nicht allzu weit her. Und deswegen war das nicht unwichtig, da Bier hinzukriegen, was, als es, wenn es da ankommt, auch noch eine vernünftige Qualität hat. Und da wurde lange rumprobiert, viele Sachen kamen in Indien an und waren ungenießbar. Und dann gab es einen Brauer in London, im East End, der dann
der dann auf die Idee kam zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Bier vielleicht besser haltbar machen, dass es wirklich in einem besseren Zustand dort ankommt. Und da fielen ihm zwei Dinge ein: Alkohol hoch und Hopfengehalt hoch. Ne? Ja, und das war tatsächlich die Lösung. Das heißt, die Biere wurden auf 7, 8, 9, 10% eingebraut, war sehr viel Hopfen drin. Die kamen in der Regel in Indien in einem Zustand an, der besser war als vorher. Und wurden dann für die normalen Soldaten, wurde es natürlich runterverdünnt wieder. Die Offiziere, die haben das auch so getrunken. Und das ist der Hintergrund und der Ursprung dieses IPAs. Das war eine ganze Zeit lang beliebt. Yeah, hello Pete. I think you're sitting in Scotland, are you? I think Michael told me. So, cheers. Und eine Zeit lang beliebt ist dann aber ja, ein Bier gewesen, was wirklich nicht mehr häufig gebraut wurde, weil vor allen Dingen in 50er, 60er, 70er Jahren mehr so diese leichten Biere, blonden Biere, einfach zu trinkenden Biere kamen. Und im Grunde ist das IPA wirklich das The Quintessential Beer Revolution Bier oder Craft Beer Bier oder wie immer ihr es nennen wollt. Das heißt, das ist der Biertyp, wo es die meisten Varietäten von gibt, wo am meisten rumgebastelt und probiert wird und wo halt auch sehr viele Leute hinterher sind und was aber unfassbare Varianz hat. Ne? Also jedes IPA ist hopfig, aber zum Beispiel britische IPAs haben einen wesentlich dezenteren Hopfen- und Alkoholgehalt als zum Beispiel amerikanische. Und dann gibt es ja mittlerweile Double und Triple und East Coast und West Coast und ach mein Gott. Ne? Also ganz, ganz viele Geschichten. Sehr spannend. Aber da muss man auch wirklich wissen, was mag man oder Frau und in welche Richtung soll das gehen, weil es gibt ja richtige Hopfenbomben, die eher so aussehen wie ein Orangensaft im Glas. Und auch dementsprechend von den Aromen ähnlich sind. Das ist halt nicht für jeden was. Ne? Aber auf jeden Fall ein ganz spannendes Element beim Bier. Und etwas, was ja, viele Leute wirklich dazu gebracht hat, zu sagen: Ach, guck mal, Bier kann dezidiert anders schmecken, kann Aromen haben, die ich gar nicht erwarte. Und wir reden bei keinem dieser Biere von irgendwelchen künstlichen Aromen, sondern das ist immer der Hopfen, das sind immer die verschiedenen Hopfensorten, die im Dry Hopping, also durchs Hopfenstopfen, in das Bier kommen. Ne? Also eine ganz, ganz spannende Geschichte, an die man sich aber ranarbeiten muss. Und es gibt halt Leute, für die ist das nichts. Ne? Also die ab einem gewissen, ich sage jetzt mal, Hopfenlevel sagen: Nee, Leute, sorry, das kann ich nicht trinken, das ist zu viel für mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das finde ich jetzt ist wirklich ein Vertreter, der immer noch schön ausgewogen ist und ja, der wirklich sehr schön zu trinken ist. Ja, nochmal kurz zu Drygate. Drygate ist in Glasgow. Und ist eine ganz spannende Geschichte. Die Drygate Brewery ist eine Koop, ja, eine Kooperation zwischen Williams Brothers, ne, wo wir vorher das Caesar Augustus hatten, und Tennent's. Tennent's Lager, ne, so everybody who lives in Scotland or ever visited Scotland knows Tennent's Lager, the big red tea. Das Bier, was am meisten in Schottland getrunken wird. Eiskalt und naja, gut, ist halt ein Lager. Ne? Die haben sich zusammengetan, ist ganz schön gelegen am Fuße der Nekropole, also die Nekropole in Schottland, in Glasgow. Ja, yeah, Tennent's and Williams. Die haben quasi vor der Tennent's Brauerei, ja, yeah, Tennent's is horrible, I agree, haben sie Drygate gebaut. Und das ist ein ganz moderner Komplex. Das heißt, ihr habt eine wunderschöne Bar, es gibt richtig gutes Essen, es gibt einen Außengastrobereich. Ja, also wirklich ein Besuch wert. Und vor, ich glaube, es war 2 Jahren, war ich mit Holger und Olli da. Und ich war auch, aber ich glaube, da war der Michael nicht dabei, oder, Nicole? Ich glaube, da war Malat und wir beide waren nur da. Auf jeden Fall wirklich ganz wunderbar. Unbedingt empfehlenswert.
Und ja, haben tolle Biere, eine riesen Bierauswahl, nicht nur ihre eigenen, sondern auch Guest Beers. Das Essen ist wirklich sehr gut. Und es gibt auch ganz viel Kulturelles, ne, woran Olli, Holger und ich immer wieder gerne denken. Wir saßen dann da draußen und haben unsere Bierchen getrunken und waren auf dem Weg zum Feinfest im Westen Schottlands. Und da liefen ständig Leute mit Gitarren an uns vorbei. Erst einer, dann zwei, dann fünf, dann zehn. Irgendwann waren es ein paar Dutzend und dann sagte Holger irgendwann: Was machen die denn da? Komm, wir gucken mal. Naja, dann sind wir da hochgegangen, in die erste Etage. Und dann saßen die alle in einem Raum mit, keine Ahnung, ne, also wo 100, 200 Leute reinpassten und waren 50, 60, 70 Mann. Und auf der Bühne stand dann jemand, der vorgespielt hat. Und im Hintergrund waren Video, wo ein Lied lief. Also die haben quasi Coverlieder gespielt mit Gitarre, aber mit 60, 70 Leuten. Und das war wirklich großartig, ne? Also wirklich sehr, sehr lustig und ja, spannend. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Glasgow ist sowieso ein Besuch wert. Es gibt da ganz viele tolle Kneipen. Wenn man sich ein bisschen informiert, wer da ist und sich nicht auskennt, kann uns gerne oder mir gerne eine Nachricht schicken, dann können wir die Leute informieren. Und ja, ne? Drygate, wirklich tolle Sachen, spannende Biere. Die haben ihre vier Standardbiere noch in Flasche, alles andere wird in Dose abgefüllt. Und Bühne, yes, like stage. No, no Indian food. Ja, also wirklich ein Besuch wert, tolle Geschichte und sehr, sehr schöne Biere. Ein anderes Bier, was auch sehr ungewöhnlich ist, ist das Apple Ale von denen. Ja, denkt sich auch der eine oder andere, wie kann das denn sein, ne? Bier mit Apfel, aber auch das funktioniert, wie ich finde, ganz gut. Ja, von daher kann ich nur dazu aufrufen, wenn ihr nach Schottland fahrt, nicht einfach nur in die Highlands oder so, sondern fahrt auch mal oder nach Edinburgh, was ja offensichtlich ist, weil da die touristischen Attraktionen sind. Auch Glasgow hat wirklich ganz viele schöne Ecken und aber auch viele Kanten, wobei es ist viel, viel harmloser geworden. Ich könnte euch Geschichten erzählen von vor 20 Jahren, tue ich jetzt aber nicht. Mache ich nächstes Mal. Ja, ne? Also wirklich eine Reise und Besuch wert. Und wenn die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, auch wirklich nicht weit entfernt. Ne? Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Verbindungen nach Corona sein werden. Aber ja, es gab einen Direktflug und dann ist man wirklich in 1,5 Stunden da. Also easy. Drygate. Ja, wir können auch mal. Können auch mal. Ja, you see, Mark, this is your fault now. Now everybody thinks about Curry. Also, ich würde sagen, die Anekdoten, wir dürfen ja nicht all unser Pulver jetzt verschießen, ne? Das wäre ja sehr unklug. Übers Feinfest reden wir, wenn wir. Ja, vielleicht nur Fine Ales oder vielleicht Fine Ales und andere Biere aus dem Westen Schottlands verkosten. Vielleicht Fine Ales, Loch Lomond oder sowas. Ne? Und dann können wir da Dinge erzählen. Was ich gerne hinkriegen würde, wer da Ahnung hat, der möge sich melden. Ich würde gerne mal ein paar Videos, nicht Videos, aber Bilder im Hintergrund zeigen. Ja, ne, das. Das Sto ja, also die Biere gibt es bei uns, Stormtrooper-Biere, die sind von St. Peters. Mit dem POS tun sie noch ein bisschen schwer. Ich versuche noch welche zu bekommen. Im Moment ist das das Einzige, was wir haben. Also Gold wert. Ja, also wie gesagt, wir haben viele schöne Bilder von zum Beispiel dem Feinfest und Glasgow. Und wenn mir da einer eine Möglichkeit eröffnet, wie ich während eines Tastings OBS, ja, das habe ich schon mal gehört, okay, danke Dominik, weil das würde dann noch mehr Sinn machen, weil ich natürlich viele Brauereien besucht habe und dann kann man das noch so ein bisschen untermalen. Ich glaube, das wird dann noch ein bisschen spannender.
Sehr schön. Also ich mag dieses Bier sehr. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr charaktervoll. 5,5% finde ich ist auch überhaupt nicht zu viel. Schöne Malznote, schöne Hopfennote, klasse. Ja, schottische Biere sind bei uns natürlich ein Schwerpunkt. Hat sich einfach so ergeben, weil ich immer gerne Bier getrunken habe und dann ab einem gewissen Zeitpunkt oft in Schottland war. Das liegt an Freunden von mir, die seit 21, 22 Jahren in Glasgow wohnen, die ich seitdem in der Regel ein, zwei Mal im Jahr besucht habe. Und als wir dann damals noch im Unlicht mit den Bieren anfingen, ja, war es dann klar, okay, ich war häufig in Schottland, dann geht man zu den Brauereien. Damals habe ich noch Mittelaltermärkte gemacht, auch in Schottland, in Lanark zum Beispiel. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Deswegen haben wir mittlerweile mehr schottische Brauereien im Portfolio als aus irgendeiner anderen Region. Ja, aber es gibt natürlich viele tolle Sachen, was immer noch ein Plan ist, wo ich auch ja, aus verschiedenen Gründen und im Moment schon gar nicht vorangekommen ist. London, Wales gibt es natürlich sehr schöne Sachen. Wir haben Tiny Rebel, aber es gibt natürlich noch andere gute walisische Geschichten. Boss Brewing zum Beispiel, müssen wir mal ausprobieren. Ja, also ganz viele spannende Geschichten. Irland natürlich ist auch noch ein bisschen zu wenig vertreten, meiner Meinung nach. Aber in Schottland gibt es wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen. Charaktervolle Biere und ja, einfach, wie ich finde, oft mit dem Ansatz, dass die auch sehr gut trinkbar sind. Also jetzt nicht crazy, crazy Craft-Zeugs, sondern ne, es ist spannend, es ist interessant, aber man kann eigentlich immer auch ein Pint davon trinken oder zwei. Und das finde ich halt wichtig. Der Greg wird mir zustimmen, denke ich mal. Tschüss. So, jetzt habe ich mir aber Zeit gelassen bei diesem Bier, oder? Michael, sag mal, schreib mal. Oder ist er gerade Pipi machen? Wahrscheinlich ist er auf dem Klo, ne? Ja, okay. Ja, also Drygate, wie gesagt, da hoffe ich, dass bald wieder eine neue Lieferung kommt. So wie bei Williams Brothers, die haben beide neue Sachen, die ich ganz spannend finde. Und ja, die sind beide so ein bisschen quirky, ein bisschen anders als die anderen schottischen Brauereien und verbinden so diese traditionelle Brauarten mit modernen, ohne aber wirklich, ohne aber, ich sage jetzt mal, wirklich so in die Extreme zu verfallen. Die Mischung gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, was kann ich noch erzählen? Glasgow, habe ich schon gesagt, eine Reise wert, auch kulturell. Ne? Scottish Temple, yeah, you have to tell Michael. Ja, also Glasgow hat auch viele schöne Museen, ne? Sehr viele Studenten, ne? Also eine wahrscheinlich größte Studentenstadt in Schottland, nehme ich an. Ja, mach dir keine Sorgen, Michael, passt schon. ja, von daher auch von den Kneipen her ganz viele spannende, ne? Also West End, East End. Gibt verschiedene Gebiete, wo man wirklich schöne Ansammlungen von Kneipen hat. Edinburgh hat natürlich auch durchaus schöne Locations, wo man hin kann. Wobei die Royal Mile halt etwas ist, wo ich so generell immer von abrate. Da kann man sich mal hinsetzen und eins trinken, aber es gibt andere Regionen, die dann spannender sind und auch bezahlbarer. Ne? Das hat man halt in Glasgow nicht so, dieses Touristenflachrennen, das hält sich dann noch sehr in Grenzen. Was noch spannend ist in Glasgow und zum Hinsetzen super und macht Spaß, da Bierchen zu trinken, was ich aber nie importieren würde, ist die West Brewery.
Die Westbury ist tatsächlich von Deutschen geführt. Petra ist die Chefin. Und die machen halt deutsche Biere in Glasgow. Ne? Ja, ist lustig, ist spannend, aber natürlich für mich jetzt nicht so interessant. Warum soll ich deutsches Bier aus Schottland nach Deutschland importieren? Wenn ihr aber mal da seid, ist ein wunderschönes Gebäude, ist eine alte Fabrik. Ich glaube, es ist eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Spinnerei oder also irgendwie sowas in der Richtung ist es. Von außen wirklich ganz wunderschön, weil der damalige Besitzer, der Industrielle, ein großer Fan von Indien und Bangladesch war und in diesem Stil hat er dann seine Fabrik außen gestaltet. Also wirklich sehenswert und wenn das Wetter schön ist, sich da in den Biergarten setzen, ist eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen. So. Spülen wir nochmal mit schottischem Wasser nach. Wie liege ich denn? Ja, 1 Stunde 20 Minuten. Ja, alles gut. Bevor ich zum nächsten Bier komme, nochmal der Hinweis, ne? Einige haben sich ja durchaus versorgt. Wer schottische Crisps mag, Mackies, importieren wir nach Deutschland. Gibt 5, 6 wirklich schöne Varianten. Ja, ne, passt super zum Bier. Und dementsprechend, ja, würde ich fast sagen, also ein halber Liter Bier, ein kleines Päckchen Mackies, ist auf jeden Fall angebracht. Dann funktioniert das alles besser und man kommt auch besser mit dem Alkohol zurecht. Ne. Profi halt, ne? Was soll ich sagen? So, dann haben wir das nächste Bier. Eine sehr traditionelle schottische Brauerei, McEwan's. McEwan's ist eine Brauerei, die ja natürlich keine Craft-Brauerei ist, sondern eine große Brauerei, die eine ganze Reihe von Bieren. Eine ganze Reihe von Bieren machen, die ja, ich sag mal, relativ beliebig sind. Aber wie es so oft der Fall ist, es gibt so das ein oder andere, was so ein bisschen anders ist. Und das Scotch Ale, meiner Meinung nach, ist ein wirklich, wirklich schönes Bier. Ja, ihr seht schon, dass das natürlich jetzt ein wesentlich dunkleres Bier ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann Pete, do you know, what is this? Would this be in 80s or 90s? Ne, früher wurden die Biere nach der Steuer in Schilling benannt. Und je höher der Alkoholgehalt, je mehr Malz drin war, desto höher der Wert. Ne, das fing, glaube ich, bei 60s, oder ich glaube, so 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Und das Scotch Ale. Ja, ist dann wirklich ein malziges Bier, ein stark eingebrautes Bier. Das hat jetzt 8%. Ja, ist ein sehr klassischer Vertreter dieser Gattung. Ja, schöne Malznote. Ja, man schmeckt natürlich, dass es ein stärkeres Bier ist, aber ich finde, das hält sich alles noch sehr in Grenzen. Genau, ne? Also wir würden es als Starkbier bezeichnen. Ja, und ich denke, die Erklärung ist, dass natürlich in Schottland, wo ja doch ab und zu mal regnet es ein bisschen, es ist nie wirklich richtig eiskalt, aber es kann üsselig sein. Ja, dementsprechend sind die Biere dunkler, ein bisschen malziger, ein bisschen hochprozentiger. Und ja. Ich finde, das ist ein super Bier, was auch zu etwas kräftigeren Gerichten super passt. Ja, ne, also ob ihr das nun, ich sage jetzt mal, Gulasch oder Rippchen oder ne, all solche Geschichten, die wirklich vom Essen her sehr intensiv im Geschmack sind, da passt das ganz toll zu. Gibt natürlich eine ganze Reihe von Scotch Ales und wir haben von McEwan's eigentlich auch selten sonst was im Programm. Aber das finde ich wirklich gelungen. Ja, und es ist halt auch ein klassisches schottisches Bier.
was man so außerhalb Schottlands, also vor allen Dingen Großbritannien, klar, ne, da gibt es Barley Wines oder Old Ales. Ne? Wir hatten früher mal von Marston's den guten alten, wie hieß er denn? Ach Gott, war so ein 6%iges Bier. Ja, egal. Na, aber das ist halt so eine, schon wieder, ja, die Currywurst. ist halt ein Biertyp, der ja vielleicht für einige so als Altherrenbier, oh, ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, der das Bier mag, ne? Aber ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung und vor allem, wenn es ein bisschen kühler ist und wenn es ein bisschen schwerer wird vom Essen, dann passt so ein Scotch Ale ganz wunderbar. Ne? Yeah, we heavy. Yeah, so. Also wee heavy ist auch wieder so ein Begriff, also wee in Scottish English means small, ne? Also klein, also ein auch stärker eingebraut, höherprozentig, wee heavy Scotch Ale, das geht in dieselbe Richtung, ist vielleicht sogar das gleiche Bier. Da sind wir wieder bei der Nomenklatur, die schwierig ist. Aber ne, wenn man diese Art Bier mag, finde ich, ist das durchaus ein schönes Bier. Ich finde eines der besten von McEwan's, weil die haben halt auch einige Biere, die wirklich sehr auf Masse und einfach produziert sind. Und das ist, finde ich, eine Ausnahme dazu. Das lohnt sich auch. Da könnten wir jetzt fast eine Zigarre zu rauchen, oder? Was sagt ihr? Thanks, Pete. Nee, ich mag das einfach. Also, und ne, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist irgendwo in Schottland, meinetwegen in den Highlands, im kleinen Pub, Torfeuer, draußen regnet es, ist üselig. Dann gehe ich ja nicht rein und trinke irgendwie ein blondes Bier, was leichte Fruchtaromen hat. Das kann ja nichts, ne? Dann braucht man halt genau das, ne? Schönes, schweres, malziges Bier, was einem ja, durch die Nacht hilft, sozusagen. Ja, schön. Chester Brewery sagt mir jetzt nichts. Microbrewery ist sowieso schwierig, weil die meisten zu klein sind, um zu exportieren. Großbritannien hat die höchste Dichte an Brauereien pro Einwohner auf der Welt. Ich glaube, vor 2 Jahren waren es 1500 Brauereien. Mittlerweile sind es wahrscheinlich 16 oder 1700. Ja, also es ist eine unfassbare Auswahl. Und es ist sehr schwer, einen Überblick zu kriegen. Also dieses Jahr wird das nicht funktionieren, aber generell, wenn Leute zuschauen, die sagen, okay, wie kriegt denn mal einen Überblick über diese britische Bierkultur, dann gibt es diese Woche im August mit dem Great British Beer Festival und dem London Beer Fest, London Craft Beer Festival. Die sind in der gleichen Woche. Das eine ist 4 oder 5 Tage, das andere ist 2 oder 3 Tage. Leider fallen die dieses Jahr aus, also 2021 wäre dann der Termin. Und da kann man sich eine Woche durchtrinken. Auf dem GBBF gibt es in der Regel 1000 Biere vom Fass, ungefähr. Und auf dem London Craft Beer Festival haben sie so 200, 300 Biere. Und da kann man einen sehr guten Überblick bekommen. Natürlich kann man sich da nicht durchtrinken. Ich habe mein Bestes getan, aber ich glaube, ich habe auf dem GBBF. Da, als wir da noch einen Stand hatten, ne, wir haben ja da jahrelang da Met verkauft und Trinkhörner und dergleichen. Ja, so 75 Biere habe ich, glaube ich, mal geschafft, an 4 Tagen zu probieren, aber ja, an die 1000 zu kommen, ist halt echt schwierig. Ne? Ja, dafür gibt es aber dann die Broschüren, ne? Da kann man sich aussuchen, okay, was will ich, was interessiert mich, und aber die Auswahl ist halt gewaltig. Und es kommen immer wieder neue Sachen, neue Brauereien, neue Biere, sodass man im Grunde gar nicht hinterherkommt. Ne?
Yeah, so let's plan to go there next year then. Das ist immer noch nicht geklärt, was damals passiert ist. Also, wir hatten da einen Vorfall auf dem GBBF, der aber nur einen Mitarbeiter betraf. Ich habe den aber nicht immer unter Kontrolle gehabt. Ich weiß nicht, wo der wirklich überall war. Also von daher, ja, das, yeah, I know. No GBBF and basically no big festivals until August. No? So, yeah. Nein, 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 nein. Ich glaube, Ralf, wir reden jetzt über zwei verschiedene Leute. Gut. So. Eins haben wir noch. Ja, das glaube ich dir ja, aber. Ja gut, das müssen wir nicht wieder vertiefen. Dann ist Severin schuld. Da müssen wir nochmal den Severin fragen, wie es sein kann, dass er von dieser Pest komplett unbeeinflusst war. Ich nehme an, es ist seine Schuld. Das vermute ich ganz stark. Ja. Hat er irgendwas gedreht? Nun gut. Ja. Last B. Okay. Now. Ja, vorher noch ein bisschen Scottish War. Nein, 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 das vertiefen wir jetzt nicht. Dazu müssen wir ein Londoner Craft Beer Tasting machen. Das muss ich erst noch organisieren. Right. Letztes Bier für heute ist von Tempest Brewing. Tempest Brewing, ja? Ja, McEwan's war das vorletzte, oder sehe ich das falsch? Ja. Guck mal, jetzt bin ich aber viel heller, mein Gott. Genau, Tempest. Tempest ist eine Brauerei. Das erste Mal habe ich die besucht, da waren die noch in Kelso. Das ist 10, 12 Jahre her, bestimmt. Ne, 10, 12, ich weiß. Ne, 10, 12 nicht. 7, 8, sag ich mal. Ist eine Brauerei, die ja, sich sehr viele Meriten verdient hat. Sehr hoch angesehen, machen sehr schöne Biere, sowohl hopfige Biere als auch dunkle Biere. Sind mittlerweile in der D-Side. That's good. Machen zweimal im Jahr sehr schöne Festivals. Also die Bierfestivals von Tempest sind sehr zu empfehlen. Es gibt eins im Frühling, The Spring Fest, und eins im Oktober, Autumn Fest. Ja, also wirklich eine Brauerei, die weil ganz klein angefangen hat, Homebrewer, und als sie in Kelso waren, waren sie wirklich sehr begrenzt vom Platz, vom Raum, und haben aber trotzdem seinerzeit schon an Wettbewerben teilgenommen. Tweedbank, yes, right, thank you. Ich war letztes Frühjahr, glaube ich, da. Da haben sie mir zum Beispiel erzählt, dass als sie noch in Kelso waren, Kelso ist direkt an der Grenze zu England, haben damals auch schon an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, auch an Bier, also an, ne, wo sie ihre Biere eingereicht haben. Und in London haben sie dann in ein, zwei Kategorien gewonnen, und dann daraufhin sind dann Kneipen, aber auch Händler auf sie zugekommen, haben gesagt, hier, ich hätte gerne eine Palette davon, eine Palette davon, eine Palette davon, aber das konnten sie alles nicht liefern. Ne? Das heißt, sie haben gesagt, ich habe noch zwei Kisten davon, drei Kisten davon.
Und das war natürlich sehr frustrierend, wenn du einerseits weißt, du machst ziemlich gutes Bier, aber du hast nicht die Kapazitäten, um die jetzt auszuliefern. Das ist der Grund, warum sie zum Beispiel gegenüber BrewDog so Boden verloren haben, weil die seinerzeit schon Funding hatten und dann ja, waren die auf dem zweiten Platz und haben aber die Sachen liefern können. Mittlerweile in Tweedbank haben sie eine größere Brauerei, auch überhaupt nicht groß, aber die Festivals, also Springfest und Oktoberfest, sind wirklich toll, sind echt zu empfehlen. Die haben nur ihre eigenen Biere da. Die setzen aber extra für diese Festivals, setzen sie Cask Condition Ales an, also wo ihr wirklich diese fass gelagerten Biere bekommt, die es sonst nirgendwo gibt. Und haben aber selbst mit ihren eigenen Bieren gibt es 30, 40, 50 verschiedene Biere. Und letztes Mal, als ich da war, gab es noch einen Stand von, wo Peter war mit seinem Thistlicross Cider. Ja, dann hatten sie noch ein paar Food Trucks. Also wirklich eine Reise wert. Und der Vorteil ist, wenn ihr in Edinburgh seid, könnt ihr halt die Bahn nehmen nach Tweedbank. Das ist eine Stunde oder sowas. Und wenn ihr dann in Tweedbank Station aussteigt, geht ihr 5 Minuten bis zur Brauerei und seid da. Also es ist total einfach. Man kann es von Edinburgh aus machen. Ja, ne? Also wirklich wichtig. Und ja, wie Pete sagt, support your small breweries. Obviously for us they're not local. Aber ja, in dieser Zeit ist es so, dass, ne? Also unser Umsatz ist um 80% gesunken, weil alle Pubs, Kneipen, Restaurants und auch die Marktfahrer zu haben. Was natürlich bedeutet, dass Leute Geld von uns kriegen, was wir ihnen nicht zahlen können. Und gleichzeitig, ja, ich von Leuten Geld kriege, was sie nicht zahlen können, weil die Bude zu ist. Ja, also von daher, wenn es einen Zeitpunkt gab, mehr Bier zu trinken von kleinen Brauereien, dann jetzt. Okay. Wie ein Kaffee. Guck mal hier, wir haben Dark Ale. Das ist besser als Kaffee. Ups. Right. Also, Elemental Dark Ale. So, Elemental Porter. Ne? So, also ein Porter. Und hier sieht man halt schon, es ist das einzige Schwarzbier, was wir diesmal haben. Veltins. Und das ist wirklich, genau, Kaffee, Schokolade, ein bisschen Lakritz. Ne? Und das macht diese Art Bier wirklich aus. Ne? Das ist jetzt was komplett anderes als die Blond Ales, die wir am Anfang hatten, ne? Die auch schön sind, ihre Berechtigung haben, die man gut trinken kann. Aber das ist jetzt wirklich ein Bier, das kann man zu einem Nachtisch, ne? Also ob es nun um Schokopudding oder wirklich Sachen geht, die richtig Wumms haben, auch Barbecued Ribs, Spare Ribs, ne? Die können so rauchig oder scharf sein, wie sie wollen. Das ist ein Bier, was dagegen ankommt, ne? Und finde ich wunderbar, finde ich großartig. Schinken, ja, aber nur ein bisschen. Bisschen rauch. Tolles Bier. Wo sind wir denn da bei den Umdrehungen? 5,1%. Ernsthaft? Krass. Gut, also das finde ich wirklich großartig, dass die das hinkriegen. Ein Bier mit so einem geringen Alkoholgehalt. Ne, also wirklich geschmacklich so hinzukriegen, finde ich ganz großartig. Ja, und Tempest hat wirklich tolle Sachen. Großartige Biere, auch ganz schöne hopfige Biere. Aber die experimentieren auch. Die haben diese Mexi-Cake, was mit Chili gemacht ist. Nein, ich bin professionell. Ihr seid halt Hobbytrinker. Das darfst du nicht vergessen. Und ich habe vorher höchstens zwei, drei Bier getrunken. Ne? Yes, Les Fizzy. Das ist ein guter Punkt, Pete. Fizziness, also Kohlensäure im Bier, ich persönlich mag das gar nicht. Also ich mag schon, wenn es ein bisschen Kohlensäure hat, aber wenn es zu viel ist,
finde ich, ist das sehr schwierig zu trinken. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du ein zweites, drittes Pint haben willst, wird es echt kompliziert. Und deswegen so dieser Ansatz der britischen Biere, zum Beispiel bei Cask Ales, ne, dass wir wirklich einen ganz dezenten Kohlensäureanteil haben und dann natürlich die Geschmacksnoten viel besser rüberkommen, ist einfach eine gute Sache. Ne? Und das ist auch eines, das ich hoffe, ich habe das am Anfang gar nicht erwähnt. Ich habe so gemacht, ich habe die Biere alle gleichzeitig aus dem Kühlschrank geholt. Was bedeutet, dass das hier immer noch, naja, kühl ist, aber ich sag mal so wahrscheinlich bei 8, 9 Grad. Und das, finde ich, ist so die Temperatur, wo man es trinken sollte. Sollte auf keinen Fall zu kalt werden oder zu kalt sein, weil dann einfach ein Großteil der Aromen einfach verloren gehen. Tolles Bier. Also, ganz wunderbar. Also spätestens jetzt müsst ihr die Zigarren anzünden, Jungs, ne? Bevor euer Pikolöchen noch trinkt. Sehr schön. Ja. Guck mal, so schnell gehen 1 Stunde 40 Minuten rum. Krass. Quaffable. Also trinkbar. Worüber reden wir da? Easy drinking beer. Yeah, with an A, not an O. Pikolöchen. Ja, wir haben. Auch das machen wir. Da muss ich mal ein. Was muss ich denn da machen? Ein tschechisches Biertasting muss ich da machen, ne? Ja, das war unser erstes Online-Bier-Tasting. Worüber ich nachdenke, ist Folgendes: Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu abgeben. Wir haben ja letzte Woche darüber abstimmen lassen, was für Fassbiere wir diese Woche anstechen. Vielleicht ist es auch gar keine dumme Idee, wenn wir fürs nächste Tasting, wir wollen das jetzt alle 2 Wochen machen und wenn es, je nachdem, wie es angenommen wird, ja, zur Not häufiger, ne, wenn der Bedarf besteht. Was heißt zur Not? Also, gut läuft. Ob wir euch auch einfach bei den Biertastings eine Auswahl geben, ne, und sagen, pass auf, belgisches, deutsches oder einzelne Brauereien oder Bierstile. Dankeschön. Ne, das sind so die Optionen. Das heißt, man kann, ich sag mal, so ein Basis-Biertasting machen, wie wir das heute gemacht haben. Oder man kann sagen, wir machen nur IPA oder wir machen nur dunkle Biere. Wir machen IPA-Fassbier-Tasting. Okay, das ist ambitioniert. Das können wir vielleicht machen, wenn wir wieder aufhaben. Genau, ne? Das heißt, genau, alle 2 Wochen, das ist der Plan im Moment. Und das heißt, wir werden uns hier bei Britische Biere mal überlegen, was wir als nächstes anbieten. Und dann, wie gesagt, wird es verschiedene Formate geben. Dankeschön. Das heißt, einzelne Brauereien, einzelne Bierstile oder man kann in die Länder gehen, ne? Also einfach mal schauen. Das war jetzt, ja, eigentlich sollte es querbeet sein, aber es war fast schottisch, aber ist ja super. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Ja, das wäre es eigentlich für heute. Annotations, konstruktive Kritik und dergleichen nehmen wir gerne entgegen. Wir arbeiten noch so ein bisschen an der Technik. Was ich gerne hätte, ist, dass es nicht seitenverkehrt ist. Und wie gesagt, dass ich so ein paar Sachen einspielen kann. Da probiere ich mal dieses Tool. Ich glaube, das ist auch bei Facebook, was vorhin jemand erwähnte. Autokino, ja, Bier, ja, Bierkino.
Ja, also wir müssen einfach kreativ werden. Ja, auch das mit der Anzahl, das sind alles so Dinge, das ist, also die Anzahl ist natürlich teilweise der Tatsache geschuldet, dass wir das in unsere Auslieferung mit eingebaut haben. Die überlegen, ob wir das nächste Mal sagen, wir machen nur 6 Biere und dann gibt es ein Glas dabei oder sowas. Oder wir gucken einfach mal, ne? Also wie sich. Wie es sich ergibt. Ja, ne? Sagt uns, wie es euch gefallen hat, was ihr für Ideen, Vorschläge habt. Und dann gucken wir einfach mal. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir hoffen, dass wir uns technisch ein bisschen verbessern. Und ja, ansonsten werden wir natürlich variieren. Ne? Ja, dann sage ich mal, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Have a good evening, wherever you are. Danke, dass ihr dabei wart. ich hoffe, ich sehe euch alle in live in der näheren Zukunft. Stay healthy and see you soon. Bye bye. So, how do I stop this? I have no idea. Over there. Oh, wie sollte uns das sagen? Ja, gute Frage. E-Mail schreiben. HD. Ja, genau. Kriegen wir hin. Okay, ich beende das. Tschüss. Das habe ich mir gedacht. You're welcome. Goodbye, Pete. Goodbye, Mark. Alles klar, tschüss.